Servus Leute, im heutigen Video gibt es mal kein Gameplay, sondern ich will ein bisschen auf den Entwicklungsstand von Tarkov eingehen und was wir in der Zukunft erwarten können und warum es gerade im Moment etwas hapert und wir nichts von BSG hören und wir da vielleicht ein bisschen Nachsicht walten lassen sollten, weil ich sehe im Moment viele Beschwerden, oh alles scheiße, Cheater hier da, es gibt kein Content, keine Events und ich will euch hier einfach mal meine Einschätzung geben, warum das so sein könnte. Und ja, wie gesagt, wir da vielleicht ein bisschen Nachsicht walten lassen sollten. Viel Spaß mit dem Video. Wie viele von euch habe ich festgestellt, dass bei EFT gerade nicht so viel vorangeht, dass versprochener Content auf sich warten lässt und das alles sich anfühlt, als würde es gerade in der Schwebe hängen. Und natürlich habe ich mir da Gedanken gemacht, warum das so sein könnte. Und erstmal dazu, was hat Battlestate Games uns versprochen, was so als nächstes passieren sollte. Eigentlich hätte ich erwartet, dass schon lange der Lightkeeper da ist, der Ingame-Trader auf Lighthouse, aber der lässt auf sich warten, es gibt auch keine Events. Im Moment hört man bloß vom Social-Media-Team von BSG, ansonsten ist komplett Stille, keine Entwicklungsfortschritte oder irgendwas in dieser Richtung und es lässt einen den Eindruck gewinnen, dass gerade EFT wirklich bloß so am Laufen gehalten wird und ansonsten nicht viel passiert. Laut BSG sollte es im Herbst losgehen mit Arena. Inzwischen haben wir Herbst. Sie haben gesagt, sie wollen es vorher testen. Von dem hat man bis jetzt nichts gesehen. Außerdem habe ich meine Zweifel, dass Streets Ende des Jahres wirklich kommt. Und ja, wir einfach im Moment ein bisschen abwarten müssen. Und warum das so ist, kann ich euch gerne sagen. Und für alle, die es nicht wissen, Battlestate Games, die Entwickler von Escape from Tarkov, haben den Sitz in St. Petersburg, Russland. Sie sind zwar in England angemeldet als Firma, aber alle Mitarbeiter sind in St. Petersburg. Und für alle, die hinterm Mond leben, Russland befindet sich im Krieg mit der Ukraine, beziehungsweise hat die Ukraine im Februar, war es glaube ich, überfallen und wollte da Gebiete annektieren. Wir wollen hier nicht zu, ja, ins Detail gehen, das ist einfach so die grobe Übersicht. Und das hat natürlich weltpolitische und wirtschaftliche Folgen, die wir auch zu spüren bekommen im Moment, Energiepreise, Inflation. Ihr kennt's. Und das hat natürlich insbesondere Auswirkungen auf Firmen in Russland wie Battlestate Games, kann ich mir vorstellen. Es gibt Sanktionen gegen Russland, es werden die Banken werden nicht mehr einbezogen im weltweiten Handel. Und das ist für eine Firma wie BSG wahrscheinlich ein sehr großes Problem, weil sie einfach keine Finanzmittel mehr bekommen aus dem Ausland. Könnte ich mir vorstellen und das würde das Ganze verlangsamen. Außerdem, jetzt seit neuestem hat Russland Teilmobilbarung bekannt gegeben. Das heißt, Russen werden eingezogen. Wie das genau ist, kann ich auch bloß spekulieren. Aber dadurch sind viele Russen auf der Flucht ins Ausland und da in St. Petersburg, nur 200 Kilometer von Finnland entfernt ist, könnte ich mir vorstellen, dass auch bei BSG vielleicht Leute ja weg sind, da irgendwie vielleicht sogar eingezogen werden. Ich kann da, wie gesagt, bloß spekulieren und aber mir das ein bisschen zusammenreimen, weil wir werden nie handfeste Infos von Battlestate Games bekommen, was gerade die Situation ist, wie es vielleicht sein könnte, weil, wie ihr vielleicht wisst, wurden alle Social-Media-Kanäle am Anfang von diesem Krieg in Russland ja blockiert. BSG war dann auch, glaube ich, eineinhalb Monate weg, aber dann waren sie wieder da auf Instagram, Twitter und so. Aber sie können sich es niemals leisten zu sagen, hey, unsere Entwicklung stagniert gerade ein bisschen, weil die Leute weg sind, weil die Finanzmittel vielleicht nicht so da sind und deshalb das Ganze ein bisschen verlangsamt wird. Könnten sie niemals öffentlich sagen, sie sind in Russland und das ist nicht wie hier bei uns in Europa, dass man einfach sagen kann, was man will, ohne da wirklich Konsequenzen fürchten zu müssen. In Russland gibt es dafür Konsequenzen, insbesondere gerade. Und deshalb ist es so, dass wahrscheinlich BSG einfach gar nichts sagt, einfach komplette Funkstille und sich schön zurückhält und wahrscheinlich gerade andere Probleme hat und das Ganze versucht am Laufen zu halten und deshalb auch, ja, einfach EFT gerade ein bisschen in der Schwebe ist. Meine Einschätzung ist, dass es ja, weitergehen wird, aber mit Verzögerung, dass wir, wie gesagt, Streets of Tarkov nicht mehr dieses Jahr sehen werden, dass wir Arena vielleicht auch nicht sehen. Man weiß es nicht. Vielleicht sind Entwickler weg, schon in Finnland oder je nachdem. Oder vielleicht wurden auch tatsächlich Leute eingezogen bei BSG. Aber ich gehe davon aus, dass es immer noch denen ihr Baby ist und dass sie es nicht einfach so aufgeben werden. Und dass jetzt einfach da ein bisschen, ja, gedoktert wird, dass das Ganze läuft und da sollte man einfach ein bisschen Nachsicht walten lassen,
weil es ist ein Spiel. Ja, es ist ein Spiel, das spielen wir alle sehr gerne. Ich bin letzten Endes als Streamer davon abhängig. Aber da sitzen Leute dahinter, die, das ist denen ihr Job. Den machen die sicherlich gerne, aber es gibt halt im Moment auch größere Probleme für die, als Content in EFT zu liefern. Und da bleibt es einfach abzuwarten. Und wir sollten da nicht zu hart ins Gericht gehen mit Battlestate Games, dass, ja, dass wir sagen, oh, alles scheiße, da kommt kein Content. Ja, das ist richtig. Es kommt im Moment kein Content. Vielleicht leidet auch das Anti-Cheat drunter und dass es im Moment ein bisschen mehr Cheater gibt. Aber EFT ist ein wunderbares Spiel. Ich spiele es sehr gerne. Ich finde immer noch, EFT ist vom jetzigen Entwicklungsstand der beste Stand, den sie je hatten. Leider fehlt halt ein bisschen so die Weiterentwicklung und ihr kennt das. Gamer werden dann nervös und fluchen rum und hinterfragen vielleicht nicht die Hintergründe. Und deswegen mache ich auch dieses Video, dass es euch vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht, was da die aktuelle Situation ist. Und von meiner Seite bleibt einfach zu hoffen, dass wir bald was hören von BSG, dass es da weitergeht. Und dass sich vielleicht auch die Lage mit Russland und der Ukraine dann irgendwann mal beruhigt in irgendeiner Form. Und dass es zum Normalzustand wieder übergeht und wir weiter Content von BSG da erwarten können. Und bis dahin, ja, einfach Füße stillhalten und mit BSG nicht zu hart ins Gericht gehen. Das sind auch Menschen, die da arbeiten und die jetzt in einer echt scheiß Situation sein können. Und ja, wie gesagt, lasst ein bisschen Nachsicht walten und das ist meine Einschätzung zu der ganzen Situation, weil es im Moment echt oft ja zu lesen ist in verschiedenen Social Media Kanälen und auch bei mir im Stream Chat und deshalb habe ich euch einfach mal dieses Video gemacht und ja, macht euch einfach mal eigene Gedanken. Das ist wie gesagt meine Einschätzung, das muss nicht so sein, aber ja, ich bin zu diesem Schluss gekommen und dass wir da einfach mal ein bisschen ruhig bleiben sollen. Das war's für heute. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, einen Kommentar unter dem Video. Werdet nicht zu politisch. Aber ja, lasst mich wissen, was ihr darüber denkt in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.